Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Ist meine Aufnahme? Ja, meine Aufnahme ist am Laufen. Ja, und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy. Da bist du, Torgal 16. In der letzten Folge haben wir uns mit Kupka den Dominus von Titan gekloppt und den seine Hände ein bisschen abgehackt. Ne? Und ja, er ist uns leider entkommen, weil irgend so ein anderer Typ ihn irgendwie, weil er nicht in den Bauch geboxt hat und dann weggetragen hat. Das klingt so merkwürdig, wie es auch war. Und ja, wir haben eine neue Jagd freigeschaltet beim letzten Mal. Und ja, ich habe das Vieh schon offscreen gefunden, bin schon da drüber gestolpert auszusehen. Ich dachte, ich würde das eigentlich hier so sehen, aber nee, sobald man in der Nähe ist, dann ja. Ich glaube, das Spiel speichert immer automatisch irgendwie, bevor ich irgendwie die Viecher begegne, weil ich hatte irgendwie einen Spielstand auf einmal hier in automatischen. Und ja, hier irgendwo müsste das eigentlich sein. Und ja, ich habe schon gesehen, wie es aussieht. Ich meine, ich habe ja schon gewusst, dass es irgendwie so ein Schleimviech ist, ne? So ein Pudding. Aber ja. Puddingprinz. Und ja, das Viech ist Level sage und schreibe 38. Alter. Ja, das ist ein bisschen heftig, ne? Okay, was zum? Ich will mal gucken, wie weit ich das hier schaffe, ne? Weil ich habe gesagt, für das Viech werde ich nicht. Ja, wohl viel. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich das Viech irgendwie krieg, wenn mir jetzt so viel Schaden macht. Ja, wir können es natürlich versuchen, ne? Okay, irgendwie verstehe ich die Angriffe von dem Viech nicht so. Wollen wir einfach alles rein. Aber wir setzen zum ersten Mal Titan ein, ne? Aber er hat eine Menge Schaden gemacht. Wieso kann ich sie nicht anvisieren, Mann, ey? Würde hier viel einfacher machen. Irgendwie trifft er uns nie. So mit seinen physischen Angriffen. So, Puddings sind normalerweise. Ach ja, ich habe ja jetzt gar nicht mehr Dings, ne? Garuda. Puddings sind normalerweise sehr schwer zu bekämpfen. Weil in der Regel muss man gegen die Magie einsetzen. Die setzen auch Magie ein. Von daher sind die normalerweise ziemlich nervig zu bekämpfen. Außer sie sind irgendwie so normale Gegner. Okay. Ich komme ja nie zum perfekten Ausweichen. Okay, hat nicht funktioniert. So, diesmal sind wir mal nicht so knausrig mit denen. Oh, eingesackt. Er lebt immer noch. Oh, ja. Oh, wir haben schon die Hälfte abgezogen, ne? So, warum ist Torga jetzt nicht mehr in seinen Supermodus, den wir letztens freigeschaltet haben? Doppelmagie? Nein, danke. Na, ich wollte mal kontern, ja, suchen. Komm auf mich angesprungen wieder. Ah, boom. Ich habe zum ersten Mal gerade gesehen. Was? Oh, komm schon, ey. Boah.
Den schaffst du, den Schamban noch locker hier, ey. War so schnell, wie die irgendwie einen Angriff drin haben, ne? Ich wollte mich heilen, ne? Aber der war schon wieder so schnell. Gibt's einfach nicht. Ich würde gerade zu meinen Heiltränken hier in switchen, ne? Der hat mich schon wieder so schnell hier geklatscht. Kann ich wieder nichts machen. Aber den schaffen wir doch locker, ne? So zwei Runden schwächen, dann ist der schon kaputt. Haha, ich bin's, der Polypreis. Und wir haben direkt rein mit unserem super Angriff. Boom. Aber warten. So. Ich habe für alles was du einsetzt gegen mich. Oh Gott, warum mache ich denn dagegen jetzt im Drei? Boom. Ist aber eine Reichweite? Ja, ne? Gott. Ja, guck mal, wie in Kontrolle ich hier gerade bin. Boom, eingesackt. Zurückgeworfen. Das war gar nicht so schwer. Ja, okay. Oh. Helft ihn überhaupt damit? So ein geiler Angriff. Oh ja. Der hat den Angriff abgebrochen. Gibt's da nicht. Kann man ein Auge drückt halten? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal. Oder meschen meine ich. Habe ich die ganze Zeit gemacht gerade. Ich habe den Angriff ein bisschen verlängert. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh. Oh, perfekt aus, manchmal geschafft. Nein, geh weg damit. Oh, was zum. Was ist das? Ah, der ist neu. Ja. Dann kam folgende. Okay, ist gut. Wir müssen vorsichtig hier, okay? Der hat mich erreicht damit. Nein, nein, ich mache den Kampf nicht nochmal. Habe ich jetzt extra meine Tränke eingesetzt. Da, ja, jetzt setzt du natürlich Dings ein, ist klar. Nein. Alter, kann ich den Angriff nicht eigentlich auch kontern? Soll ich vielleicht mal machen, ne? So. Aber wir haben nicht. Oder? Komm her. Darf ich damit einen Arm, Mann? Nein, 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 nein. Alter, wir schauen das mal.
Oh mein Gott, ich wäre auch fast tot gewesen jetzt hier gerade. Ich wollte den Angriff eigentlich einfangen, aber ich glaube, ich war zu nah dran oder so, ne? Oh Gott. Alter. Gallenartige Masse. Das Ding ist Geschichte. Was auch immer das war. Das war ein Puddingprinz, Clive. Mein Gott. Hast du noch nie einen Pudding gesehen? Lebenden Pudding? So. Und da war schon wieder zurück zum Verstecken. Ging diesmal relativ schneller als beim. Ich dachte, er wird jetzt hier so ablaufen wie bei dem Rancor, den ich hier in Star Wars begegnet bin. Der mich einfach gewone-shottet hat, ne? Weil das Viech hier irgendwie 6 Level über mir war oder 7. Nicht alle Adligen haben es. Aber anscheinend nicht. Gott sei Dank. Wie geht's, wie steht's? Willst du mal gucken? So, irgendwie bist du voll überhaupt nicht zum von Nutzen, ja. So, ich glaube, ich brauche aber eine Rotlegierung, ne? Ich kann mir noch nichts herstellen mit den mit der gallenartigen Masse, ne? Was ein bisschen schade ist. So, dann machen wir weiter bei der Story. Otto, bist du beschäftigt? Jetzt hätte ich wahrscheinlich Jill in mein Team gehabt, ne? Aber glaube ich nicht, ne? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivian versucht, ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrecher. Der Typ sieht aus wie der Gigachat. Pistolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo Clive. Hi. Rettest du etwa immer noch die Welt? Wer bist du? Die eine von Resident Evil? Du bist schon zurück? Jetzt ja. Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll über so ein Trara lernen können? Schon gut, ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht, eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Mit. Du kannst nicht erwarten, dass... Ich glaube, das Spiel erwartet schon wieder, dass ich weiß, wer das ist, aber keine Ahnung. Während wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch, bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken... Ich dachte, er wäre diese eine von Resident Evil, ja? Die mal Leon schreit. Als Kompliment. Wie heißt sie nochmal? Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, die Tochter als Präsidenten, die man die ganze Zeit beschützen muss. Von Resident Evil 4. Hey, wo bist du hin? Von wegen frische Brise. Die irgendwie nicht so gut aussieht in dem Remake. Hey, Otto, her mit den Gill. Wie? Oder was? Wovon redest du? Von meinem. Ist das ein Überfall? Übersetzen von mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Ich gehe mal. Ich will nicht mit hineingezogen werden. Mal sehen, was mit von mir will. Okay, du. Oh, mein Lieblingsschüler. Womit kann ich dir ich muss mal direkt bei ihr nachgucken. Was ist mein Kenntnisstand? Mit. Ist ja schon wieder jemand, den wir kennen. Und ich bin wieder nur so zu blöd, mich zu erinnern. Also da war ein neuer Charakter, von dem einfach jeder sagt so, ja, klar. Freundin des Verstecks. Okay, vielleicht doch ein neuer Charakter.
Keine Ahnung, sie wurde irgendwie so vorgestellt, so im Sinne von, ah ja, sie ist schon wieder. Aber nee, anscheinend nicht. Gut, bin ich nicht zu blöd und habe schon wieder das Gesicht oder einen Namen oder was weiß ich von jemandem vergessen. Ich dachte, vielleicht da wäre irgendwie so ein Charakter, irgendwie den wir vor 5 Jahren oder so gesehen haben, der jetzt erwachsen geworden ist oder irgendwie so was. Ne, deswegen habe ich die nicht erkannt oder so, aber ne, einfach ein neuer Charakter, den irgendwie jeder kennt, nur ich nicht. Solltest du dich nicht etwas ausruhen? Tust du irgendeine neue Funktion? Ja, freischalten im Versteck. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Dann mache ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, ja, so wie schon früher eine hatte. Mit. Du bist gerade erst zurück. Na und? Ich habe schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln. Hab schon gewundert. Er hat mir alles beigebracht und mich diese Treppe, ob man die sich irgendwann öffnen kann oder so. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt. Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ich wusste, dass du hier bist. Ist sie die Tochter von Sid? Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben mit. Für dich. Für mich? Ja klar. Mit Sid. Oh. Er ist die Tochter von Sid, ne? Hat ja schon von darüber geredet, ne? Oder andere haben schon über die Tochter von ihm geredet. Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Dafür brauche ich einen Schreiner. Aber ich leih mir deinen. Sonst noch Wünsche? Keine. Vielleicht nächstes Mal wieder. Okay. Schon das neue Handelsware. So, jetzt kann ich mir wahrscheinlich das Schwert erst herstellen. Ne? Boah, hätte ich erstmal hier weitergemacht. Ne? Hätte ich schon ein besseres Schwert gegen den Pudding gehabt. Das Spiel macht mich fertig. Dann gib mir die Jagdaufträge doch erst, nachdem ich hier weitergemacht habe. Kampf wäre viel einfacher gewesen, glaube ich, ne? Mit ein besseres Schwert. Und das Spiel auch extra, um mich zu ärgern. Ja, siehst du, das von tot. So, ich muss also so mit euch reden, ne? Hab mich gewundert, wo du steckst. Mit ist zurück aus Canva. Warst du bei ihr? Vorhin. Sie will eine Werkstatt im Lagerraum einrichten und hat mich um etwas Material gebeten. Aber bitte sag mir, ich kann irgendwas mit meinem Zeug dann anfangen, ja? Mit den ganzen Klamotten, die ich bekomme von Monstern. So Weirit und was weiß ich nicht alles. Weil ich brauche das nicht zum Schmieden. Ihr sagt mir, ich kann damit irgendwas anderes machen. Mehr nicht? Das bisschen besorge ich dir doch sofort. Gut zu wissen. Die Bezahlung. Nicht nötig. Dieses Mädel hat schon so viel für uns geleistet. Ohne ihre Filter gäbe es hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Und das hätte uns schon vor langer Zeit erledigt. Da hast du recht. Ich leite alles an mit weiter, wenn es da ist. Danke. So, was deinen Waren angeht. Brauchst du was? Oder hast du... Sie dachte schon wieder unfreundlich wird, ne? So, das hier ist schwächer als was ich habe. Das auch. Hm. Oh, ich kann mir mehr von den Dingen holen. Hm. Gewöhnlichen Kämpfen halt, ne? Wie kosten die denn? Ne, ist Ausverkauf. Davon habe ich keine mehr. Vielleicht nächstes Mal. Oh, ist Ausverkauf. Ich habe hier eine 1 steht, deswegen war ich jetzt gerade irgendwie so verwirrt. Hm. Ich bin auch doof. Keine Ahnung.
wieder vorbei. Was ist jetzt dann neu? Die Waffen. Mir ist es gleich. So freundlich. Schledorn, beschäftigt? Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich. Von mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. Ja, nimm. Danke. Kannst du die schmieden? Meine Güte, was will sie denn damit bauen? Ein Luftschiff? Ich tue, was ich kann. Sag ihr, ich werde sie ihr bringen. Ja, irgendwann. Danke. Von uns beiden natürlich. Oh, er ist natürlich voll freundlich. Fehlt nur noch der Schreiner. Ich rede mal mit Bardolf. So, erstmal. Willst du was schmieden? So, wir holen uns erstmal ein neues Schwert. Wer 5 mehr Schaden macht. Oh. Ja, ich verstärken. Nee, herstellen. Erdsplitter und Blitzschlag und Meteorstein. Sollte eine Weile halten. Oh, ganze 5 mehr Schaden. Nee. Habe ich irgendwas anderes ausgerüstet? Also nicht. Oh, ich hatte hier, ich hatte ein Platin-Schwert, ne? So, und das hier will ich mir noch herstellen. Ist auch nicht mehr so viel stärker, aber weiß auch nicht, wo ich die Rotlegierung herkriege. Was das? Gut. Bardolf Ampir. Ich wünsche wirklich, hier gäbe es einige schnelle Reisepunkte. Hier rumzulaufen ist ein bisschen nervig. Ich habe mir gerade hier die Monastery in Fire Emblem Three Houses vor. Wenn man da die ganze Zeit rumrennen musste, ohne Teleportationspunkte. Wäre der Horror gewesen. Asit, wie geht's? Bardolf? Mit will sich hier eine Werkstatt einrichten und braucht die Hilfe eines guten Schreiners. Wen denn? Du die erste Wahl. Ich würde der jungen Dame gerne zur Hand gehen, aber leider habe ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. Zu viele Löcher, die gestopft werden wollen, damit uns der Laden hier nicht unterm Hintern absäuft. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr Arbeit. Ach, verstehe. Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit, weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, stimmt. Er hat uns früher schon geholfen. Mal sehen, ob Martha ihn entbehren kann. Danke, Bardolf. Selbstverständlich. Wie sieht mein Schwert eigentlich aus? Ist mein Schwert kaputt? Da fehlt unten irgendwie die Klinge. Die spitze Klinge. Das Schwert ist nicht fertig. Okay. Ich will mich jetzt hier nicht mit unserem Schmied kloppen. Deswegen lass warten. Zurück zum Marthas Rast. Machen wir hier so ein paar Filler-Sachen, nehme ich an. Ne? Um wahrscheinlich neue Funktionen im Versteck freizuschalten. Jobs Gate. Oh, Clive, was führt dich denn zur Rast? Unser Heim. Bräuchte Hilfe von einem guten Schreiner. Könnte ich vielleicht Bernhard für eine Weile ausleihen? Wenn er nichts dagegen hat. Eine Hand wäscht die andere. Danke, Martha. Wo finde ich ihn denn? Er hat wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Soweit ich weiß, ist er noch dort. Dann suche ich ihn mal. Ich war noch mal Bernhard. Was meinst du mit Kresse, ja? Hm.
ist das? Wo hier? Da in die Richtung. Hier. Was ist also weit? Gut, zum Glück haben wir einen Schokobo. Den wir ein bisschen. Ich würde langsam mal gern wissen, was es mit diesen Ruinen auf sich hat. Ne? Und nein, da war jetzt nicht eine Aufforderung, dass jemand mir erklärt. Ne? Aber ich hoffe, wir bekommen irgendwann mal so einen Tipp, was wir damit machen müssen. Nein, gib mir das. Wir sind eigentlich, wenn ich getroffen werde im Kampf. Nur Schaden kam der gerade nicht da hoch, Leute. Okay, ja, ich fall runter, ist klar, ne? Ich wollte es nur mal sehen, okay. Schon sagen, wie lange verfolgt ihr mich noch? Mir geht's ja am Boden, ja. Das sah voll komisch aus. Ja, erst sieht man nur so Blutspritze auf mein Chocobo. Natürlich voll stylisch darunter fallen. So. Was machst du hier einsam und verlassen? Oh, du. Das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernard. Martha meinte, du seist wohl hier. Ich habe eine Bitte an dich. Ach, wirklich? Eine Werkstatt bauen. Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und wenn Martha mich für eine Weile entbehren kann, warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Das höre ich gern. Wer verrät jetzt jemanden, wo unser Versteck ist? Selbst noch eine kleine Bitte, wenn möglich. Was denn? Das da ist Cressida, meine Heimat. Und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Ich wollte sie mal wieder besuchen. Hab sogar die Brücke gepflegt, um rüberzukommen. Aber dann war das ganze Dorf voller Bestien. Du hast doch ganz schön viel Erfahrung im Umgang mit solchen Viechern, oder? Könntest du nicht vielleicht? Versteht sich doch von selbst. Oh, ich danke dir. Sei vorsichtig. Die Leute immer so casual irgendwie, ja, von mir erwarten, irgendwie alles zu töten. Mach ich doch gerne. Ich gehe jetzt da rein und mach die alle mit einem Schlag fertig. Hier, pass auf. Oh. Ah, natürlich sind die stärker. Okay, ich wollte gerade mein Dings einsetzen, aber der ist dann über das Ding gesprungen. Komm mal her. Nice. Es geht auch nicht über die Klassiker, ne? Das ist so ein aggressiver Angriff, ey. Warte mal, ich habe da so ein Schild, ne? Na, oh, super. Okay, Magie scheint halt nicht abwehren zu können. Alter, kannst du mal aufhören? Alter. Mal ein bisschen ja testen. Ja.
Bist du wirklich? Oh, ihr. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das jemals auslösen werde. Okay, damit hab's gelöst. Dann setz lieber diesen Angriff ein. Er tut nämlich auch abwehren. Dann den Schaden erhöhen. Denken wir ein bisschen sicherer als irgendwie. Das ist genau meine gleiche Devise wie mit Star Wars. Ne? Natürlich auch lieber ausweichen, anstatt zu blocken. Aber wenn er ausweicht, tust du den gesamten Schaden ausweichen. Ne? Wenn du blockst, dann hast du immer noch. Ja. Au! Zum. Bonk. Ah, schon weg in seinen Dings. Ist gerade mein Angriff abgebrochen? Wie kannst du es eigentlich wagen? Na, ich sag mal ausprobieren. Ich glaube, man kann den Angriff auch wieder erweitern, ne? Ah. Er setzt den ja ein, ja. Ja, langsam habe ich auch drauf, ne? Oh, ich dachte, du kommst mit einem Magieangriff. Aber man kann den Angriff definitiv erweitern. Ich habe gerade nicht viel gedrückt die ganze Zeit. Der Angriff war viel kürzer. Also ja, das ist fast so ähnlich wie Krauenwucht oder Krallenpanzer, wie auch immer das heißt. Nur, dass man damit noch kontern kann. Ich glaube, das ist etwas nützlicher. Direkt mal hochleveln den Angriff. Das wäre erledigt. Das hat ja nicht lang gedauert. Danke, Junge. Jetzt können meine Eltern wieder in Frieden ruhen. Wann wurde das Dorf denn aufgegeben? Nach dem Fall von Rosaria sind die Leute allmählich weg. Die Fäule und Kaiserliche, das hält niemand aus. Wird auf irgendwann mal noch so eingegangen, die Fäule? Nämlich ein bisschen an Final Fantasy 15, ja, wo die... Ich weiß nicht, wer wie die hießen, diese... Da wurde ja auch über das Spiel bei ihm immer gesagt, so, oh, die Nächte werden länger und so, ne? Und wenn es dunkel ist im Final Fantasy 15, weil da gab es auch so einen Tag- und Nachtzirkel, ne? Da kamen halt diese super starken Viecher, die nachts aufgetaucht sind. Die sind halt unglaublich stark im Vergleich zu normalen Gegnern. Da ist ja gar keine Chance. Und im Laufe, je nachdem, immer je weiter man im Spiel ist, irgendwie so ein Charakter immer noch so erwähnen, so, ja, die Nächte werden immer länger und so, ne? Und die Nächte werden immer wieder länger und es wird immer gefährlicher draußen, ne? Und je weiter man im Spiel ist, desto länger werden die Nächte sogar. Also am Anfang ist irgendwie weit nicht. Du hast irgendwie so weit nicht so 10 Stunden Tag, 10 Stunden Nacht oder irgendwie so was, ne? Wie auch immer der Zyklus da funktioniert. Aber je weiter du im Spiel bist, desto schneller wird es dunkel. Und da ist was irgendwann nur noch, weil noch 4 Stunden Tag oder 5 Stunden Tag und dann wird es irgendwann so 10, 15 Stunden dunkel oder was weiß ich, wie der Rhythmus da war, ne? Je weiter du im Spiel bist, desto weniger ist es hell und desto länger wird es dunkel. Ist es dunkel. Und das war interessant, fand ich. Weil dieses Ereignis wird die ganze Zeit so von den Charakteren immer erwähnt und so, ja, die Nacht, die wird immer länger, ne? Und dann
ist die Nacht gameplaymäßig auch noch länger geworden, ne? Deswegen erwarte ich die ganze Zeit, dass hier irgendwie auch so was Ähnliches kommt, ne? So alle hypen irgendwie diese Fäulnis nach oben, ne? Deswegen denke ich irgendwie so, oh, jetzt wo die Fäulnis, keine Ahnung, irgendwann wird die Fäulnis irgendwie so stark sein, dass jetzt hier überall Monster sind oder was weiß ich nicht alles, ne? Ich erwarte die ganze Zeit, dass auch hier irgendwie so was passiert, ne? So ein Ereignis oder so Gameplay-Elemente, die sich ändern, weil sich die Fäulnis ausbreitet, ne? Aber bis jetzt sehe ich irgendwie nicht viel. Ich höre die ganze Zeit Leute irgendwie darüber reden, so, oh ja, die Fäulnis beut sich die ganze Zeit aus, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht, was das überhaupt zu bedeuten hat. Das bedeutet nur, dass hier irgendwie mehr Monster sind, ne? So wie ich da verstanden habe bisher. Ja, was die Fäulnis ist oder warum oder weshalb, ne? Da wissen wir alles gar nicht. Deswegen hoffe ich, irgendwann kommt so eine Erklärung oder irgendwann wird das so in den Mittelpunkt irgendwie so gepackt. Okay, wir können jetzt zurück zum Versteck, ne? So. Haben wir unsere Kurieraufgaben hier erledigt, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Weg dahin rennen. Also welches Wesen hier so rennen könnte, ne? Aber ich kann nur in diesen gemächlichen Gang hier laufen. Die ganze Zeit zu rennen wäre aber unrealistisch. Ich will aber rennen. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Nein. Hey, Mate. Hallo, Clive. Ist alles erledigt? Ist es. Ich habe dein Material bestellt und ein Schreiner mit Namen Bernard ist auf dem Weg. Mit dem Namen Bernard. Brauchst du? Mit dem Namen Hank ist auf dem Weg. Schledon und Tante Karin haben mir schon alles besorgt und mein Bauplan ist auch fertig. Sobald Bernard da ist, kann's losgehen. Kann's kaum abwarten. Ich finde sie süß. Ich hatte schon erwähnt, nein, okay. Jetzt habe ich es erwähnt. Ich wollte meinen Angriff hochleveln. Der Hauch der Erde. Titanische Gerade. Ja, das ist der Angriff, den ich nicht benutze, ne? Das wäre meine gute Tat für heute. Mal sehen, wie es Jill geht. Nein, erstmal mal wieder zwei Quests. So, ich will diesen einen Angriff hier hochleveln, weil ich finde, der ist super gut. Hab sogar Glück, gute. Hört die Stärke der Faustschläge, ja bitte. So, warte mal. Die Quest ist auch da drin. Oh nein. Ja, aber da müssen wir so oder so da rein, ne? Ah, Clive. Taya. Wie geht's dir? Schon besser, aber sie braucht immer noch Ruhe. Natürlich. Kümmere dich gut um sie, ja. Ich gebe mir Mühe. Oh, Gav hat nach dir gesucht. Meinte, er will dir was im Archiv zeigen. Im Archiv? Ach so, ja. Er wollte Hippokrates wegen Torgal fragen. Er hat wohl was erfahren. Okay. Ich war irgendwie wahrscheinlich, dass ich die ganze Zeit verwandelt oder so. Aus, als würde gleich ein Schokoboküken sterben. Kai hat mir aufgetragen, das Mal eines Fluchbrechers zu entfernen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe Angst davor zu versagen. Ich weiß, dass du überlebt hast. Viele andere, aber nicht. Ist es wirklich das Risiko wert? Du kennst die Antwort. Du weißt ganz genau, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen in der Hoffnung, dass alle Träger einmal in Freiheit leben können. Doch bis dahin ist einmal eine Last. Noch müssen wir uns ihr entledigen, damit man uns nicht sofort erkennt. Die Operation mag gefährlich sein, aber sie ist notwendig. Und vor allem ist sie freiwillig. Ich weiß. Ich wünschte nur, es ginge auch anders. Aber mit Selbstmitleid ist wohl auch niemandem geholfen. Keine Sorge. Ich tue, was ich muss. Du hast dein Ding aber auch noch.
Allerdings muss ich vor der Operation noch eine betäubende Medizin zusammenmischen für die Schmerzen. Und das kann ich leider nicht tun, da unsere Elmonea-Vorräte zur Neige gehen. Die paar Blätter, die wir noch haben, reichen nur für leichte Verletzungen. Nicht für so etwas. Ich kümmere mich doch. Sag, wo ich hin muss. Du hilfst. Ich mag es einfach so voll desinteressiert, die Antworten auszusprechen. Sich mit Kräutern aus Vitaya und sich schwört auf Elmonea gegen Schmerzen. Es ist leicht zu finden, wenn man weiß, wo. Alles klar. Zu unserem Glück tue ich das. Am Fluss in der Nähe von Ember, drüben in Rosaria. Halte Ausschau nach leuchtend blauen Blüten. Okay. Ich mache mich sofort. Diese Stelle ist immer so komisch, ey. Wenn er einfach nur da steht und keine Antwort gibt und einfach nur irgendjemand anstarrt. Wenn man da Auftrag annehmen, anklicken muss. Hey Joel, wie geht's? Schon viel besser. Dank Tayas Medizin. Ich soll mich aber noch ausruhen. Okay. Rest in peace, Joel. Ich tue schon mal die Beerdigung hier vorbereiten. Ich bin echt nicht die richtige Person für Rollenspiele, habe ich so Gefühl, so storytechnische Spiele, ne? Ich sollte eigentlich mir voll Sorgen machen und zu sagen, nein, ich hoffe, sie stirbt nicht, ne? Ich bin schon so abgehärtet von so vielen Rollenspielen und so vielen Plot-Twists und Ereignissen, die ich in Rollenspielen gesehen habe, ne? Mich juckt sowas leider nicht mehr. Das ist furchtbar. Wir haben ein Problem. Nahe Nordstedt ist eine Gruppe Fluchbrecher verschwunden. Welche denn? Coles. Sie sollten Träger aus einer Kutsche befreien, bevor sie auf dem Markt verkauft werden. Aber kurz vor dem Zugriff wurde der Transport von Goblins überfallen. Einer von allen Viechern. Noch einen Stolas losschicken, aber an die ersten Viecher, die wir gegen gekämpft haben. Sie hätten schon längst wieder hier sein sollen. Etwas stimmt nicht. Ich habe schon die Befürchtung, dass... Sie wissen sich schon zu helfen. Mach dir keine Sorgen. Aber das ist meine Schuld. Ich... Vor jedem Einsatz erinnere ich sie daran, warum wir das hier machen. Was wir verhindern wollen und wovor wir die Leute bewahren. Ich dachte immer, es ist gut, ihre Moral zu befeuern. Aber was, wenn sie deshalb zu viel riskiert haben? Sie werden es ohne mich wissen. Ich gehe sie suchen. Ich gehe sie suchen. Dann werden wir beide Sicherheit haben. Danke, Sid. Tut mir leid, dass ich dir Ärger mache. Der Auftrag war, die Sklavenkutsche beim Drachenhorst abzufangen. Ich fürchte, das ist alles, was ich weiß. Das dürfte reichen. Wenn sie da sind, wird Torgal sie finden. Auftrag verfolgt. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. Na gut, dann kann man ja natürlich noch ein paar Sachen ja machen, ne? Ember. Ich würde sagen, wir pflücken erstmal ein paar Blumen. Klingt. Oh, guck mal hier. So, direkt hier, wo ich den Schleim bekämpft habe. So, tun wir erstmal ein paar Blümchen pflücken, ne, um uns zu stärken. Ich meine, für die Quest. Ich habe mir nicht vorgenommen, die Blumen zu pflücken und dann zu essen. Habe ich nicht. Mit was für einem massen Zerstörungsangriff mache ich euch dann fertig. Gehen wir mal hier mit rein. Hi, was geht? Na, boom. Gerade in der Raptor, ihr seht aus wie Chocobos. Nur Dinos. Ja, jetzt wurde es bewiesen. Chocobos stammt von Dinosaurier ab. Kann ich einfach nur spam? Naja, scheint nicht zu funktionieren. Ja, was werfe ich eigentlich hier? Ich dachte, ich würde einfach so Steine auf meine Gegner werfen. Boah, ich merke gerade, wie nervig diese Viecher sind, wenn man nicht Garuda hat. Alter.
Ah, da kommst du da runter. Okay. Das war ein bisschen Overkill. Das ist die einzige Pflanze hier mit blauen Blüten. Hoffentlich die richtige. Damit ist die Krankenstube eine Weile versorgt. Ich hoffe, das wird Rodrigo etwas beruhigen. So, da war einfach. So, nächstes. Hier in Nordstedt. Von hier aus sein. Da brauche ich mein Schokomo nicht, ne? Für ein bisschen. Ah, guck mal, ein Heiltrank. Wollte mir damit sagen, ich habe Geld verschwendet. Ich habe ehrlich gesagt auch, bevor ich gegen diesen Pudding gekämpft habe, auch Heiltränke gefunden. Super, ne? Ich liebe es, Geld zu verschwenden. Was hat Grüne da im Hintergrund? Gut, dass du noch lebst. Das ist ja Teleportstein, ne? Sid, wenn ich fragen darf, was machst du hier? Doris hat mich geschickt. Ihr habt lange nichts von euch hören lassen. Sie hat sich Sorgen gemacht. Aber wir haben doch Nordstedt benachrichtigt. Hat Madame euch nicht informiert, dass wir noch leben? Jetzt weiß ich's ja. Und die Träger habt ihr auch befreit. Nur ein paar. Der Rest hat sich aus Angst in der Kutsche eingeschlossen, anstatt zu fliehen. Sie brauchen Hilfe, Sid. Aber wir können die Träger hier nicht allein zurücklassen. Dann nimmt doch einfach die Kutsche. Wo ist die Kutsche? Wir nehmen einfach die Kutsche und tragen sie hin. Muss ich denn ja alles selber machen? Muss ich das Denken für euch alle übernehmen? Na gut. Einfache Probleme erfordern einfache Lösungen. Beeil dich bitte. Wenn die Goblins es in die Kutsche schaffen, ist es aus für die Träger. Das werde ich verhindern. Cool. Danke. Wie können sie sich in die Kutsche schleichen, wenn die Kutsche abgeschlossen ist? Dank mir später. Denken. Denken, Leute. Ihr müsst denken. So, ja, das ist der Teleportstein, ne? Ich dachte irgendwie, Tore hat irgendwie ein paar Viecher erledigt und die haben irgendwas gedroppt oder so. Die sind direkt um Melke. Oh, da ist schon wieder so ein dicker. Sie wollen die Kutsche aufbrechen. Keine Sorge, ich beschütze euch. Ich glaube, jemand will uns retten. Und draußen hört man einfach nur so ein Erdbeben. Oh, ich dachte, wir sind in Sicherheit. Oh. Bonk. Ich weiß nicht, ob ich hier gedrückt halte. Das hat irgendwas bringt. Wenn ich hier mache, meine ich. Jetzt wird die aber nur mal mit dem letzten Schlag brechen. Okay. Und ich sehe, auf der Angriff ist relativ schnell wieder bereit. Ja, ich mag den Angriff, glaube ich. Na, okay, da sollte ich vielleicht weggehen. Bonk. Da hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht hätte. Jetzt habe ich aber leider nicht mehr so einen Angriff, mit dem ich hier irgendwie Gegner auf die Knie zwingen kann. Na komm, letzter Angriff. Au! Den Angriff kann ich nicht. Na komm her. Bonk. Dash. Ah, ich liebe diesen Angriff. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so sehr lieben würde. Sehr gut. Knochen alles gekriegt.
bist du? Erlöser. Ein Freund. Wart ihr die Einzigen da drin? Warum seid ihr nicht geflohen? Hätten die Goblins es durch die Tür geschafft, wärt ihr geliefert gewesen. Wohin denn fliehen? Anderswo enden wir doch genauso elendig wie hier. Wer weiß. Vielleicht erwartet euch mehr, als du denkst. Freiheit, Sicherheit, ein richtiges Leben. Kommt mit uns. Wir beschützen euch. Sid, ich konnte dich nicht einfach... Sie leben noch. Bei allen Göttern. Dieser Mann hat sein Leben für euch riskiert. Damit ihr eine zweite Chance kriegt. Gut. Wir machen alles, was ihr wollt. Erst werden wir euch in Sicherheit bringen. Danach liegt euer Schicksal allein in eurer Hand. Überlass uns den Rest, Sid. Wir bringen sie zum Versteck. Danke. Ich sage Doris, dass wir Neuzugang bekommen. Pack mir die Kutsche ein. Ich hab's satt, die ganze Zeit zu laufen. Torgal kann die für uns ziehen. Wenn einfach Torgal so daran an. Oh nein. Vor allem, ich habe einen Chocobo, ne? Aber meine erste Idee wäre erstmal Torgal, ne? Die ziehen zu lassen. Okay, auch schwer zwei Quests erledigt. Das ging ja relativ schnell, ratzfatz, zügig. Cool. Belohnung. Belohnung. Hey, Belohnung. Weißt du was? Ein Stolas von Madame ist kurz nach deiner Abreise eingetroffen. Hätten wir nur etwas länger gewartet, hätte ich das vielleicht doch alleine klären können. Oder vielleicht auch nicht. Es geht ja doch alles schief, was ich anpacke. Coles Truppe ist lebend zurückgekehrt. Es geht also nicht alles schief. Nein, das war nur Glück. Ich habe diese Route monatelang beobachtet. Ich hätte wissen müssen, was euch erwartet. Welche Anführerin schickt ihre Leute hinaus, ohne alle Risiken abzuwägen? Ich hätte sie besser vorbereiten sollen, hätte Cole befehlen sollen, beim ersten Anzeichen von Gefahr umzukehren. Wir haben denselben Eid geschworen, Doris. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen, Cole. Verzeih mir. Bei allem Respekt, wir Fluchbrecher riskieren unsere Leben nicht auf Befehl, sondern weil wir an unsere Sache glauben. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Spätestens dann, wenn man uns das Mal entfernt. Ich denke, das können wir alle bezeugen. Co. Ich habe niemals an dir gezweifelt. Nur an meiner Fähigkeit als Anführerin. Danke, dass du mir vertraust. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Manchmal denke ich, ich würde viel lieber mit euch in die Schlacht ziehen, als euch fortzuschicken. Aber ich habe auch eine Rolle. Als Fluchbrecherin muss ich sie erfüllen und daran glauben, dass ich die Richtige dafür bin. Bist du. Bestimmt. Alles klar. Ding. Wieder mehr Respekt. Der Hauch des Feuers. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich von diesen Dingern schon habe, ne? Sag mal, weißt du, warum alles so aufgeregt? Ja, ich nehme an, ich werde jetzt nicht genug Punkte bekommen. Wie kann ich dir heute behilflich sein? Noch mehr einzustecken, aber hier haben wir was. Düster Wolf Fußreib. Bitte schön. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht. Wo ist es? Düster Wolf, Fußreif. Die Menge gewöhnlichen Kämpfen erhalten FP um 20%. Ich habe schon wieder bei einem Falschen geguckt. Ne? Er hat den Schaden von Kombos um 5%. Ich gucke immer auf der linken Seite als erstes. Ich weiß nicht wieso. Boah, guck mal, wie viel ich habe.
Okay. Oh, der automatisch sortiert. Was ich wohl nach dir sortiert werden, aber okay. So. Hier noch ein paar Kräuter. Einige von denen fehlen. Frag mich wieso. Hat es nicht allzu viel Mühe, das Kraut zu finden. Nimm. Nicht mehr als sonst. Nimm Blatt. Ah, ja, das ist es. Und mehr als ich erwartet habe. Ich denke, der Patient wird nichts spüren. Es sei denn, ich... Du schaffst das. Taya vertraut dir. Und ich genauso. Ohne fähige Heiler wie dich wäre das Versteck verloren. Danke für die netten Worte. Wirklich. Aber ich habe immer noch Angst. Die Musik schon wieder auf. Das Mal ist mehr als Tinte auf der Haut. Es ist eine Falle. Starkes Wyvern-Gift, das direkt unter der Hautoberfläche lauert. Ah. Ein unüberlegter Schnitt. Ein einziger. Und das Gift gelangt in den Blutkreislauf. Der Patient stirbt. Und selbst Erfolg bedeutet großen Schmerz. Tagelange Qualen, während die Wunde heilt. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen. Stell dir mal vor, Clive wäre dadurch gestorben. Ich möchte niemanden töten. Fluchbrecher führen ein hartes Leben. Die Operation ist nur der Anfang. Sie arbeiten im Verborgenen. Riskieren Leib und Leben. Das ist ein bisschen zu, wissen, dass ihnen ihre Mühen zu hohes Risiko, finde ich. Und trotzdem gibt es Freiwillige. Woran liegt das? Überzeugung. Sie sind bereit zu sterben. Bereit zu kämpfen. Aber seit wir halt mal ein Pferd bekommen haben, für eine Welt zu geben, in der wurden wir nicht mehr blöd angemacht von irgendwelchen Leuten, ne? Als bloßer Besitz. Deine Arbeit ist nicht einfach, aber ihr Teil genauso wenig. Du musst deinen Patienten Mut machen. Sei stark für sie. Du klingst wie Taya. Sie hat mir mal gesagt, es ist natürlich, dass ein Patient der Meinung ist, er müsste ganz alleine leiden. Wir Heiler sorgen dafür, dass dem nicht so ist. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich zögere nicht. Nicht mehr. Cool. Diese Belohnungen sind so von unspektakulär, ne? Finde ich. Ich würde sagen, wir tun jetzt noch mal mit dem hier reden, ne? Mit unserem Hund. Sag mal, weißt du, warum alle so aufgeregt sind? Und dann, also nicht. Ich meine, will jetzt nicht so lange dauern, ne? Wir uns jetzt sagen, oh, das ist mit deinem Hund passiert. Der hat mal Kräuter gegessen und ist dann mutiert. Ahnung. Was sage ich hier so aus? Im Hof von Schloss Rosalie in Lebensgefahr war. Esper, oh. Wolf Esper. Fenrir. War ich auch mal eine Esper? Ich denke gerade an Final Fantasy 6, da gab es eine Menge Esper. So 20, 30 Espas oder so. Wo hast du gesteckt? Ich von dem war, glaube ich, bin ja. Wegen Torgal. Wo hast du ihn her? Also, wo habt ihr ihn gefunden? Mein Vater hat ihn von einer Reise in die nördlichen Gebiete mitgebracht. Sie haben ihn inmitten eines Schneefelds winseln gehört und, weil er ganz allein war, einfach mitgenommen. Was denkst du, Harpo? Es passt jedenfalls zu meiner Theorie. Clive, ich glaube, Torgal ist kein einfacher Hund, sondern ein Frostwolf. Ein sehr seltenes Tier aus dem... Das ist ja wie in Game of Thrones dann. Oh mein Gott, das ist ja sowas von... ...findet ein solcher Frostwolf Erwähnung. Dieser Wolf... Die Familie von Jon Snow, die haben ja auch alle so Wölfe, ne? Er hat
hatte die Gabe, Äther zu beherrschen. Königin des Nordens. König des Nordens. Sein Name Fenrir. Fenrir, ja. Fenrir der Frostwolf. Und das ist so merkwürdig, dass diese Geschichte, ne? Aber ich bin mir recht sicher, diese Königin war ein Dominus von Shiva. Eine Frau aus den nördlichen Gebieten und ihr Gefährte. Sie erwacht als Dominus von Shiva und das Tier. Oh. Das heißt, Jill ist der Grund für Torgals Kräfte. Torga wird sich in Shiva verwandeln. Genau wie Fenrir. Offiziell war er mein Hund. Aber Torgal und Jill waren unzertrennlich. Er ist als steter Begleiter von Shivas Dominus aufgewachsen. Und Jahre später sind seine Kräfte erwacht. Als seine Herrin ihn am dringendsten brauchte. Das stimmt. Wenn Torgal die verdammten Dalmeker nicht zur Hölle geschickt hätte, wär's aus gewesen. Fast. Denn Torgals Kraft ist seine eigene. Seine natürliche Gabe als Frostwolf. Sie musste nur erweckt werden. Ach, sieh an, Torgal. Du bist ja noch fabelhafter. Das ist immer so komisch, ne, wenn irgendwie so Mythologie, die in echt existiert, in diese fiktive Geschichte immer vorkommt, ne? Fenrir, ah ja, der Frostwolf, ne? Gerade heute Morgen habe ich ihn mit der Nase. Ist immer so komisch, anstatt irgendwie so eine eigene Mythologie zu erschaffen, ne? Hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Bernard ist da. Ist die Werkstatt fertig? Lass uns vorstellen, dann legen wir los. Okay, ich habe schon gedacht, dass er direkt danach kommt. Oh Gott, das sah sehr komisch aus. Das Lächeln von Clive sah sehr komisch aus gerade. Es sah aus wie diese frühen Left 4 Dead irgendwie Animationen, die Leute mal gemacht haben. Wo die Gesichter immer so sehr verzerrt waren und so. Bild hier. Dich und alle anderen hätte ich es nicht geschafft. Ich werde mich revanchieren. Ab jetzt schufte ich Tag und Nacht für euch. Wirst schon sehen. Ich sag's dir, solche Wunder hat die Welt noch nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Ist sie jetzt die Tochter von Sid oder nicht? Weil wir haben ja diesen Grafen, ja, mit diesen Charakteren. Normalerweise müsste sie ja direkt neben Sid irgendwie so angeordnet sein, ne? So, oh, Tochter von, ne? Oh, Vater von, ne? Aber sie war ja irgendwie vollkommen separat von allen Charakteren. Danke für deine Hilfe. Das war wirklich nett von dir. Da habe ich natürlich auch gerne geholfen. Ich dachte erst, ich habe vielleicht zu viel versprochen, als mit mir ihre Pläne gezeigt hat. Ohne ihre Erklärung hätte ich nicht mal gewusst, wo oben und unten ist. Danke für alles, Clive. Ich zahl's zurück. Versprochen. So, wann kann ich hier was machen? Ich kann doch sowas von irgendwas hier machen. Irgendwann, ne? Ich wünschte, wir dürften. Okay. Dann würde ich aber sagen, das war's für diese Folge, ne? Wir sind. Lieber bis mit fort ist, bevor ich mich. Ich könnte schon, ich hab grad ein Schwert gehört. Und ja, ich würde dann sagen, das war's für diese Folge. Wir haben eine Menge erreicht, würde ich sagen, ne? Was er jetzt auch. Vanagant. Ist das irgendwie der deutsche Name von Vanguard? Kannst du nicht die ganze Zeit so rumlaufen? Sieht viel besser aus. Sieht ein bisschen aus wie dieser eine Wolfsboss von Genshin Impact hier. Andreas oder wie auch immer der hieß, ne? Dieser wöchentliche Boss. Egal, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir dann mal weiter in der Story, ne? Gucken wir mal, was als nächstes hier passiert, ne? Ich habe nämlich keine Ahnung, was als nächstes kommen könnte. Aber werden wir dann herausfinden, ne? Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja,
dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiter zu helfen. Das würde mich überaus freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ciao und Sprung. Ach, jawohl.